Diese Pyramide verändert die gesamte Geschichtsschreibung. Miese Recherche wird heute wieder angeschmissen. Dort, tief im Dschungel, entdeckte er einen enormen Hügel. Und das sind so heftige Geschichten, wo man einfach sagen muss, dass die Geschichtsschreibung, die wir heute kennen, dass man die nochmal überdenken sollte und auch sich traut, auch neue Theorien aufzustellen. Konnten dies die Überreste des mythischen Palastes sein, den er gesucht hatte? Was war das für eine Fundstätte, fragten sich viele Leute. Und wer hat sie gebaut? Selbst mit 7500 Jahren würde dies die Stätte 3000 Jahre vor den alten Sumerern und 4500 Jahre vor den alten Ägyptern datieren. Was da alles eventuell noch an Geschichte, Menschheitsgeschichte verborgen ist, was wir nicht wissen, das ist unfassbar. Dass wir es mit dem Werk einer untergegangenen Zivilisation zu tun haben, wahr wäre, würden es die Aufzeichnungen der menschlichen Zivilisation in Frage stellen, schien eine massive Steinpyramide zu stehen. Boah, stell dir vor, du entdeckst sowas, Digga, ich will auch. Was bedeutet, dass Göbekli Tepe die ältesten bekannten Megalithen der Welt enthielt. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich habe heute sehr schöne Nachrichten bekommen und zwar ist mein YouTube-Kanal wieder aktiv. Von mir wurde ein Video gesperrt und dann habe ich eine Woche Upload-Sperre bekommen wegen angeblicher medizinischer Desinformation. Und dann habe ich Einspruch eingelegt und dann haben die eingeräumt, dass das nicht stimmt und dass wir keine Desinformation verbreitet haben. Und jetzt kann ich wieder Videos hochladen und das freut mich sehr. Hat mich heute Morgen erfüllt auf jeden Fall. Heute ist Gast die Ananas. Ja, schön mal ein paar Ananässe. Was ist Mehrzahl von Ananas? Ananässe? Paar Ananassen in den Chat auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Beziehungsweise unten in die Kommentare jetzt bei YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Und jetzt gehen wir rein in die erste Reaction. Welche heißt, diese Pyramide verändert die gesamte Geschichtsschreibung. Gunung Padang. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Miese Recherche wird heute wieder angeschmissen. Und ab geht der Peter. Und wir sind da. Los. Im Laufe der Geschichte gab es zahlreiche Male, in denen jemand eine Entdeckung gemacht hat, ohne die wirklich paradigmenwechselnde Natur dessen zu erkennen, was er gefunden hatte. 1914 geschah etwas Ähnliches auf der Insel Java in 1914 auf der Insel Java. Wo ist das? Asien. Asien. Aha. Asien ist auch auf jeden Fall eine Sache, wo ich gerne mal hin möchte. War ich noch nie, außer auf der asiatischen Seite in der Türkei, in Istanbul meine ich. War ich noch nie wirklich in Asien. Ich würde mir so Thailand und so würde ich mir gerne auf jeden Fall nochmal reinziehen. In dieser Zeit war das Land eine Kolonie des holländischen Imperiums und Kolonisten übersäten die Insel mit Farmen, die aus dem Dschungel herausgeschnitten wurden. Anfang des Jahres beschloss... Guck dir das mal an. Guck mal, was für Bilder. The waterfalls und so. Nature is crazy over there, I think. Einer dieser Kolonisten seine Farm zu verlassen und zu Fuß in den umliegenden Dschungel aufzubrechen. Nachdem er von Einheimischen eine Geschichte über einen verlorenen Palast gehört hatte, der vor langer Zeit von einem mythischen König errichtet worden war. Oh shit, mythischer King. Es dauerte nicht lange, bis der Kolonist auf etwas Unglaubliches stieg. Ah krass, das ist das mit diesen Steinblöcken, die da überall verteilt sind. Das habe ich mir in der Graham Hancock Doku auf Netflix. Gibt es auch eine Folge, wo es nur darum geht. Crazy. Dort, tief im Dschungel, entdeckte er einen enormen Hügel, zu dessen Gipfel eine Reihe von Stufen verliefen. Oben auf diesen Stufen fand er eine riesige Ansammlung schwerer rechteckiger Blöcke, die in alle Richtungen verstreut waren und längst mit Laub überwuchert waren. Das ist krass. Da haben die auch Ausgrabungen gemacht und haben so Resonanzdinger in die Erde reingejagt, um zu gucken, wie tief die Schichten gehen und wie lang das her ist, als das errichtet wurde, weil auch festgestellt wurde, dass die Steine nicht da waren, sondern dahin gebracht wurden. Und die offizielle Wissenschaft natürlich sagt, dass das, glaube ich, 4.000, 5.000 Jahre her ist, aber diese Ausgrabungen haben irgendwie ergeben, dass es schon mehr als 10.000 Jahre her ist, so. Und das sind so heftige Geschichten, wo man einfach sagen muss, dass die Geschichtsschreibung, die wir heute kennen, dass man die nochmal überdenken sollte und auch, dass man da auch sich traut, auch neue Theorien aufzustellen.
Weil das ist ja immer das Thema so. Sobald du dann anfängst, dann neue Theorien aufzustellen, auch der Graham, wirst du direkt halt als irgendein Verschwörungstheoretiker hingestellt, der keine Ahnung hat. So. Aber es gibt halt nun mal Hinweise, dass es schon Zivilisationen gab, die Dinge getan haben, weit vor dem, was wir denken. So, weißt du? Konnten dies die Überreste des mythischen Palastes sein, den er gesucht hatte? Als der Kolonist zu seiner Farm zurückkehrte, schickte er umgehend einen Brief an die holländische Regierung, in dem er seine Entdeckung beschrieb und eine professionelle Expedition zur weiteren Erkundung der Stätte anforderte. Was war das, 1904 oder so, ne? Die Beschreibung erschien 1914 in 1914. einer Ausgabe des niederländischen Berichtes zum Amt für Altertümer und sorgte im Heimatland des Kolonisten für Aufsehen. Was war das für eine Fundstätte, fragten sich viele Leute, und wer hat sie gebaut? Außerdem, was war ihr Zweck? Und was könnte sonst noch unter der Erde verborgen sein? Lass mal überlegen, einfach mitten im Dschungel irgendwo, da hast du da so eine Baut, so Bauten stehen. So heftig. An diese Orte will ich auf jeden Fall auch alle mal irgendwann hinreisen und mir das live vor Ort angucken. Trotz dieses Interesses kam die niederländische Regierung nie dazu, eine Expedition zu entsenden, um die Stätte weiter zu untersuchen. Bis 1949 hatte Indonesien nach erbitterten Befreiungskämpfen weitestgehend seine Unabhängigkeit von Holland gefestigt und der Ort war aus der Erinnerung verschwunden. Ach krass, das war eine holländische Kolonie da drüben, wa? Und hier hätte die Geschichte vielleicht geendet, wenn nicht drei Javaner die Städte wiederentdeckt hätten, die 1979 im Dschungel umherwanderten. Als sie auf den mysteriösen Friedhof aus Steinblöcken des Berges stießen, meldeten sie ihren Fund schnell den örtlichen Beamten, die den Standort identifizierten, der als Gunung Padang bekannt ist. Innerhalb weniger Wochen hatte die indonesische Regierung Teams der Direktion für Schutz und Verwaltung des Kulturerbes und des Nationalen Zentrums für Archäologie entsandt, um die Stätte weiter zu erkunden. Kurz darauf machten sich die Forscher daran, die Stätte zu kartieren und ihre archäologischen Merkmale zu dokumentieren. Da waren zunächst die Steinblöcke, auf die der holländische Kolonist all die Jahre zuvor gestoßen war, eine nahezu endlose Anzahl von ihnen, die meisten etwa 1,5 Meter lang und mehr als 550 Pfund schwer. Einige waren viel größer und wogen über 1300 Pfund. Die Forscher stellten schnell fest, dass diese Blöcke nicht von Menschen gemacht wurden, sondern aus natürlichem Andesitgestein bestanden, das von einem Vulkan geschmiedet wurde. Das bedeutete, dass jemand sie auf die Spitze dieses Berges transportiert hatte. Du musst dir mal überlegen, wie viele von diesen Steinen da sind und wie lange das her ist und dass sie die einfach dahin gebracht haben, so, weißt du? Das ist so crazy. Manchmal wünschte ich mir, dass ich in der Zeit reisen könnte und da mal schauen könnte, was da los war. Na, die richtige Recherche mal anschmeißen, weißt du? Etwa 90 Meter über dem darunterliegenden Tal. Aber wer und warum? Als sie ihre Untersuchung fortsetzten, entdeckten die Forscher, dass die Blöcke nicht zufällig verstreut waren, sondern tatsächlich in rechteckigen Steineinfriedungen und Felshügeln organisiert waren. Wer auch immer sie dort hochgebracht hatte, hatte die Blöcke zum Bauen verwendet. Tatsächlich schien es, dass 5 separate Terrassen den Hügel auf einer Fläche von 900 Quadratmeter bedeckten, die alle durch eine aufsteigende Treppe mit 370 Stufen verbunden waren. Anstatt das Alter der Stätte mit Hilfe der Radiokohlenstoffdatierung zu bestimmen, verwendeten die Forscher einfache Vermutungen und schätzten, dass sie irgendwann zwischen 2500 und 1500 vor Christus gebaut wurde, indem sie die Risse auf den Blöcken machten. Das sind dann so 3.000-4.000 Jahre so, ne? Aber dieser Graham Hancock hat da irgendwelche Forschungen angestellt, wo der gesagt hat, es könnte bis zu 10.000 Jahre her sein, wo das erbaut wurde. Dementsprechend kamen sie zu dem Schluss, dass die Stätte zwar sicherlich interessant, aber nichts Weltbewegendes war, sondern lediglich die Überreste einer alten Siedlung, wie sie überall auf der Welt zu finden sind. Und so wurde Gunung Padang in Erinnerung behalten, bis sich 2011 alles änderte. Bei seiner Arbeit als leitender Geologe am Indonesischen Institut für Wissenschaften stieß Danny Hilmar Natawijaya auf viele interessante Dinge. Aber nichts erweckte sein Interesse so sehr wie der Berg,
der als Gunung Padang bekannt ist. Es war die eigenartige Form des Berges, die ihn beeindruckte, wie er sich von der angrenzenden Landschaft abhob. Er ist nicht wie die umliegende Topographie, die sehr stark erodiert ist, erklärte er. Das sieht sehr jung aus. Es sah künstlich aus. Im Jahr 2011 erhielt Natarajaya die Gelegenheit, seiner Neugier nachzugehen, als er ausgewählt wurde, ein Team von Geologen des Instituts für Wissenschaften sowie Archäologen der Universität von Indonesien in einem von der Regierung geförderten Projekt zur Untersuchung der Stätte zu leiten. Ihre Befunde waren zunächst unauffällig. Anfängliche Radiokohlenstoffdatierungen, die auf Böden unter den Steinblöcken an der Oberfläche durchgeführt wurden, ergaben Daten von 1500 bis 500 vor Christus. Ähnlich der ursprünglichen Schätzung aus dem Jahr 1979. Mit Rohrbohrern, die Erd- und Steinkerne förderten, fanden sie schnell Hinweise auf zahlreiche von Menschenhand geschaffene Strukturen, die unter der Oberfläche vergraben waren. Jetzt wird's interessant, glaube ich. Erstaunlicherweise wurde das Material, das sie hervorbrachten, umso älter, je tiefer sie gingen. So, das habe ich mir reingezogen schon in dieser Doku von Graham. Unter der Oberfläche fanden die Forscher drei unterschiedliche Schichten. Während die erste nur 2500 bis 3500 Jahre alt war, wie sie ursprünglich festgestellt hatten, wurde die zweite Schicht, etwa 3 Meter unter der Oberfläche, auf etwa 7500 bis 8300 Jahre datiert und die dritte, fast 15 Meter tief, war 28.000 Jahre alt. Wie könnte das möglich sein? Selbst mit 7500 Jahren würde dies die Stätte 3000 Jahre vor den alten Sumerern und 4500 Jahre vor den alten Ägyptern datieren. Vor den Sumerern und vor den Ägyptern, das musst du dir mal reinziehen. Bro, ich glaube, da gibt es noch Dinge, Zivilisationen etc., wo wir nicht mal die Namen kennen und die schon Dinge errichtet haben. Manche sagen ja auch, dass die Pyramiden zum Beispiel von den Ägyptern einfach nur übernommen wurden. Die Sphinx zum Beispiel wurde herausgefunden. Da wurde auch irgendwie Gestein oder irgendwas entdeckt, Bauten, die mehr als 10.000 Jahre alt sind. So, weißt du? Also musst du mal überlegen. So, was da alles eventuell noch an Geschichte, Menschheitsgeschichte verborgen ist, was wir nicht wissen, das ist unfassbar. 28.000 Jahre alt zu sein, nun, das war etwas ganz anderes, etwas vor der letzten Eiszeit, viele tausend Jahre, bevor die menschliche Zivilisation existiert haben soll. Angeblich, ja. Schnell testete das Team seine Forschung aus und nutzte Bodenradar und seismische Tomographie, um umfassender zu kartieren, was unter ihren Füßen begraben war. Dabei entdeckten sie, dass die zweite Schicht eine andere Anordnung von rechteckigen Blöcken enthielt, die in einer Matrixstruktur organisiert waren, während die dritte Schicht zusätzliche Gesteinsstrukturen enthielt, einschließlich scheinbar großer unterirdischer Hohlräume und Kammern. Es schien, dass die Blöcke an der Oberfläche nur der Anfang von Gunung Padangs Bau waren. Wie ein Geologe des Teams es ausdrückte, was bisher nur als Oberflächenbildung angesehen wurde, geht in die Tiefe. Und es ist eine riesige Struktur. Das ist krass. Natarajaya und sein Team wiederholten dies in einem Bericht, den sie über ihre Ergebnisse veröffentlichten und erklärten: Unsere Studien beweisen, dass die Struktur nicht nur die Spitze bedeckt, sondern sich auch um die Hänge mit einer Fläche von mindestens 15 Hektar windet. Die Strukturen sind nicht nur oberflächlich, sondern Wurzeln in der Tiefe. Tatsächlich zeigt seine Freilegung deutlich, dass das jüngste Bauwerk auf einer älteren, anspruchsvolleren Kultursteinsschicht errichtet wurde. Mit anderen Worten, Gunung Padang war überhaupt kein Berg, sondern eher eine Art Terrassenpyramide. Oh shit, wir sind da, Freunde. Terrassenpyramide, den Man. Das ist crazy. Eine Reihe von... Ist auch geil, was wir für technologische Möglichkeiten haben und eigentlich erforschen könnten, so, ne? Aber wenn du dann zum Beispiel an die Pyramiden in Gizeh, da haben wir uns ja mal eine Dokumentation reingezogen, wo ein paar Forscher da irgendwie weiterforschen wollten und die dann verbannt wurden.
und dann irgendwie Verbot bekommen haben, dass die an diesen Pyramiden weiter forschen. Es gibt auf jeden Fall einige Mächte, die nicht möchten, dass wir gewisse Dinge rausfinden, weil man so die ganze Menschheitsgeschichte hinterfragen würde. Und ich kann mir auch schon vorstellen, warum die das nicht wollen. Weil wir dann alles hinterfragen würden. Wenn die ganze Geschichte nicht die ist, die uns erzählt wurde, dann würden wir automatisch anfangen, viel mehr Dinge noch zu hinterfragen und am Ende des Tages dann nicht mehr so leicht die Sachen glauben, die uns erzählt werden. Und das ist, glaube ich, so das Main-Thema, warum uns gewisse Sachen einfach nicht gezeigt werden oder warum wir nicht forschen dürfen und hinterfragen dürfen, weil wir dann generell einfach nicht mehr so leicht steuerbar sind und halt dann normale Menschen sind, die ihr eigenes Verständnis haben und die, ja, nicht mehr in der Matrix leben so. Geschichten, die im Laufe der Geschichte aufgebaut wurden, eine Siedlung auf der anderen, Tausende oder Zehntausende von Jahren in der Vergangenheit. War das möglich? Und wenn ja, wer hat diese Art von Konstruktion so weit in der Vergangenheit gebaut, bevor die moderne Wissenschaft uns sagt, dass die menschliche Zivilisation überhaupt offiziell begann? Das musst du dir mal reinziehen, Digga. Wenn die offizielle Wissenschaft sagt, dass die menschliche Zivilisation hat da und da angefangen und es ist einfach nicht so. Wenn das irgendwann faktisch rauskommt, ich glaube daran zu 100%, aber wenn das irgendwann faktisch für den Mainstream rauskommt, Bro, die Welt wird eine andere werden dann. Leute sagen so, ja, ey, aber ist doch egal, ist ja nur Vergangenheit und so. Aber ey, wir Menschen, wir müssen wissen, wo wir herkommen, damit wir unser Leben vernünftig leben können. Die Vergangenheit ist für uns wichtig. Und wenn wir da belogen werden, dann disconnectet man uns von dem, wo wir eigentlich herkommen. Der Gunung Padang, wirklich eine Aufzeichnung der ältesten jemals gefundenen Zivilisation enthalten? Eine Entdeckung, die die Geschichtsbücher völlig neu schreiben würde? Nata Vijaya glaubte, eine Antwort zu haben. Die geophysikalischen Beweise sind eindeutig. Gunung Padang ist kein natürlicher Berg, sondern eine von Menschenhand geschaffene Pyramide. Und die Ursprünge des Baus hier gehen weit vor das Ende der letzten Eiszeit zurück. Die Arbeit ist selbst auf den tiefsten Ebenen Das ist crazy. Vor der letzten Eiszeit, muss man überlegen. Und zeugt von ausgefeilten Baukünsten, die beim Bau der ägyptischen Pyramiden eingesetzt wurden oder den größten megalithischen Städten Europas. Daher kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass wir es mit dem Werk einer untergegangenen Zivilisation zu tun haben. Es ist verrückt, aber es sind die Daten. Mit dem Potenzial einer weltverändernden Entdeckung auf ihrem Boden sprang die indonesische Regierung sofort an Bord, goss Geld in das Projekt und überhäufte Forscher mit modernster Ausrüstung, während sie Mitglieder des indonesischen Militärs zu Hilfe mit der Ausgrabung rief. Der Präsident des Landes, Susilo Bambang Yudhoyono, bezeichnete... Geiler Name, Alter, Susilo Bambang Yudhoyono. rief. Der Präsident des Landes, Susilo Bambang Yudhoyono... Susilo Bambang Yudhoyono. Feier ich, Alter. Hört sich an, als ob ich singe, Alter. Hört sich an wie ein Rap-Song. Zeichnete die Arbeit in Gunung Padang als wichtigen Wert für die Menschheit und ließ sogar einen Hubschrauber-Landeplatz auf der Spitze des Hügels errichten, damit er den Fortschritt mit eigenen Augen sehen konnte. Und doch war nicht alles positiv für Nata Vijaya und sein Forschungsteam. Da ihre Entdeckung so bahnbrechend war, wurde sie schnell zum Gegenstand vieler Kontroversen. Dass die Geschichte neu geschrieben wurde, war, wie Nata Vijaya beschrieb, überhaupt nicht das, was meine Kollegen in der Welt der Archäologie erwarteten oder hören wollten. Fast Augenblick. Die wollen das nicht hören. Das ist so krank, Mann. Stellte sich das archäologische Establishment in Indonesien in die Opposition. Sie machten Lobbyarbeit bei den politischen Behörden und agitierten vor Ort, um die Einstellung des Projektes zu fordern. Guck dir das an, meine lieben Freunde. Warum? Lass uns doch forschen. Lass die doch forschen. Da merkst du, das wird bekämpft. Die Wahrheit soll nicht rauskommen. Wir sollen alles genau so glauben, wie die uns das eingetrichtert haben. Und alles, was dagegen spricht, wird als verschwörungsideologisch oder was auch immer abgestempelt. Obwohl es ganz klare, konkrete Fakten gibt. Oberflächlich betrachtet betraf ihre Kritik die Methoden und Ergebnisse des Teams. Behauptungen, dass die ordnungsgemäßen Ausgrabungsverfahren nicht befolgt wurden und die Ergebnisse wurden auf der Grundlage voreingenommener Interpretationen konstruiert.
Ja, Digga, das ist doch typisch, Bro. Sie beschwerten sich auch über das große Budget, das für das Projekt bereitgestellt worden war, und behaupteten, dass sie das Geld für ihre eigene, wichtigere Arbeit benötigten. Aber im Laufe der Zeit wurde die wahre Natur ihrer Opposition klar. Obwohl sie keine eigenen Forschungen durchgeführt hatten, behauptete die archäologische Einrichtung, dass sie wussten, dass die Überreste von Gunung Padang nicht älter als 5000 Jahre alt sein könnten. Einfach logisch war anzunehmen, dass eine Zivilisation so weit in der Vergangenheit existierte. Es konnte nicht möglich sein. Ja, Suke sagt's gerade, aber für Kriege können sie Milliarden ausgeben. Ja, Bro. Da ist das Geld natürlich da. Denn wenn das promoted schon Matrix-Work wahr wäre, würden es die Aufzeichnungen der menschlichen Zivilisation in Frage stellen, die in den Geschichtsbüchern enthalten sind. Mit anderen Worten, ihr wahres Problem bestand darin, dass sie nicht bereit waren, ihr Denken anzupassen, unfähig zu bedenken, dass das, was sie über die menschliche Geschichte wussten, falsch sein könnte. Natavijaya machte sich keine... Ist natürlich auch, muss man ganz klar dazu sagen, ist so ein natürlicher Abwehrmechanismus von vielen Menschen auch, dass die an dem Bild, was sie jahrelang geglaubt haben oder dem sie geboren sind, geglaubt haben, festhalten möchten. Und dass es erstmal auch mit Dingen Struggle verbunden ist, sein Weltbild zu überwerfen. So. Aber es gibt einfach zu viele Sachen, die einem... die zeigen, dass wir das machen müssen und dass wir generell grundsätzlich die Dinge hinterfragen müssen, um wieder zurück zu unserer echten, wahren menschlichen Natur zu kommen. Weil ich glaube, es gibt einiges an Wissen, was verborgen wird, was uns mehr Power auch geben würde, wenn wir das wissen würden, so, weißt du? Wenn du dich mit deiner Vergangenheit identifizieren kannst von der menschlichen Geschichte, so, wenn da irgendwelchen Unfug getrieben wird, so, dann disconnectest du dich von deinen Ancestors, weißt du, wie ich meine, von deinen Vorfahren, von allem Menschlichen, was jemals passiert ist, so, und das hat einen Effekt auf dich. Ist einfach so. Illusionen über die Mächte, denen er gegenüberstand. Ich bin damit bereits in viel heißes Wasser geraten. Mein Fall ist solide und basiert auf guten wissenschaftlichen Beweisen. Aber es ist nicht einfach. Ich kämpfe gegen tief verwurzelte Überzeugungen. Gegenüber seinen Kritikern verkündete er, ich bestreite nicht, dass die Megalithen an der Oberfläche weniger als 5000 Jahre alt sind. Aber ich nehme an, dass sie hier aufgestellt wurden, weil Gunung Padang seit jeher als heiliger Ort gilt. Es handelt sich um die tiefsten Schichten des Bauwerks, die zwischen 12.000 und mehr als 20.000 Jahre alt sind, die wichtigsten sind. Sie haben potenziell revolutionäre Auswirkungen auf unser Verständnis der Geschichte. Geil, Mann. Dass sowas unterdrückt wird, ist einfach traurig. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir sie richtig untersuchen dürfen. Die Regierung von Indonesien stimmte zu. Trotz heftigen Widerstands wurde die Forschung in Gunung Padang mit staatlicher Unterstützung fortgesetzt. Stark. Shoutouts gehen raus an Indonesien. Und dabei wurden die Entdeckungen noch erstaunlicher. Als der Dschungel abgetragen wurde, um die Ausgrabungen zu erleichtern, entdeckten die Forscher zahlreiche Relikte in der gesamten Gegend. Schmuck und Keramik, Werkzeuge und Haushaltswaren, Waffen. Sie entdeckten sogar nie zuvor gesehene Münzen, die sie auf 5200 vor Christus datierten. Ein erstaunliches Datum, da die moderne Wissenschaft darauf bestand, dass die ersten Münzen der Welt um 600 vor Christus erschienen. Ha, Digga, das ist einfach 4.500 Jahre Unterschied, Bro. Außerdem entdeckten sie, dass die Zementmischung, die verwendet wurde, um die riesigen Blöcke von Gunung Padang zusammenzuhalten, aus einer Kombination von Ton, Kieselerde und Eisen bestand. Dies deutet darauf hin, dass die Eisenschmelztechnologie vor vielen tausend Jahren bekannt war, was laut Mainstream-Wissenschaft unmöglich war, da die Eisenzeit erst 12.001 vor Christus begann. Aber es gab noch mehr. Während daran merkst du schon, weißt du, ich meine, so viele Indizien dafür, dass es schon vorher Zivilisationen gab und dass Dinge oft schon vorher gab, die aber in unserer Geschichte und unserer, die wir beigebracht bekommen, ein fixes Datum haben, aber es stellt sich halt immer mehr raus, dass es schon vorher möglich war, so. Ich fasziniere mich dafür extrem mittlerweile. Ich
finde das Video auch richtig geil, was sagt ihr Chat? Jaya und ein Team weiterarbeiteten, traf eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern ein, die entschlossen war, etwas anderes zu untersuchen, von dem sie gehört hatten. Der lokalen Legende nach strahlen die Blöcke in Gunung Padang eine Art mysteriöse Energie aus, die ihn zu einem Ort macht, zu dem seit Menschengedenken Menschen... Mysteriöse Energie. Dahin gehen, oben auf dem Berg meditieren, Bro. Da geht bestimmt einiges ab. Wissen, um zu meditieren. Was? Hat die auch gerade meditiert gesagt? Crazy, cool. Genau daran habe ich auch gedacht. Eine Art mysteriöse Energie aus, die ihn zu einem Ort macht, zu dem seit Menschengedenken Menschen reisen, um zu meditieren. Genau das will ich auch. Tatsächlich bedeutet Gunung Padang in der alten Landessprache Berg der Erleuchtung. War an der Legende etwas Wahres dran? Bei der weiteren Untersuchung der Idee mit moderner Ausrüstung stellten die Forscher fest, dass die Blöcke tatsächlich eine relativ hohe Frequenz auf Pegeln aussendeten, die seltsamerweise mit der westlichen Standardmusikskala übereinstimmt. Wir haben die Geheimnisse von Frequenz und Schwingungen auf diesem Kanal ausführlich erforscht. Vom griechischen Philosophen Pythagoras und seiner Schwingungsmedizin über die akustische Levitation buddhistischer Mönche bis hin zu Nikola Tesla und seinen berühmten Worten: Wenn du die Geheimnisse des Universums kennen willst, denke in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung. Genau so. Schwingungen, Energie, Frequenz ist so geil. Alles Thema. Die ungewöhnlichen Frequenzen, die von den Blöcken in Gunung Padang erzeugt wurden, schienen darauf hinzudeuten, dass seine Erbauer vor vielen tausend Jahren von diesen Geheimnissen wussten. Wir müssen dahin, Freunde. Geheimnis. Gunung Padang. Padang. Gunung Padang. Wir kommen. Die uns noch heute entgehen. Münzen, bevor es Münzen gab. Eisen, vor der Eisenzeit. Geheimnisse der Frequenz. Was brauchst du mehr? Und Schwingung, die wir immer noch nicht verstehen. Es schien, dass Gunung Padang nicht nur der Beweis einer extrem alten Zivilisation war, sondern, wie Natavijaya es ausdrückte, Beweis einer Intelligenz und extrem fortgeschrittenen Zivilisation. Könnte es sein, wie Natavijaya sagte, dass alles, was uns über die Ursprünge der Zivilisation beigebracht wurde, falsch sein könnte? Die Antwort auf diese Frage kam nie. Auf dem Höhepunkt einer Entdeckung, die unser Verständnis der Menschheitsgeschichte verändern sollte, ereignete sich für Natavijaya und sein Team eine Katastrophe. Achtung! Im Jahr 2014 endete die zweite Amtszeit von Susilo Bambang Yudhoyono als Präsident Indonesiens. Susilo Bambang. Die laut Verfassung des Landes maximal zulässig war, und Joko Widodo wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger stellte sich Widodo in der Frage von Gunung Padang auf die Seite des archäologischen Establishments. Am 1. Oktober 2014 wurde die Forschung am Standort eingestellt. Natavijaya und sein Team wurde aufgefordert, ihre Sachen zu packen und nach Hause zu gehen, um ihre Arbeit zu vergessen, die so entscheidend und bahnbrechend erschien. Bis zum heutigen Tag ist Widodo Präsident und die Forschung in... Guck mal, was die alles gefunden haben. Weißt du, was ich meine? So, wie kann man so eine Forschung abbrechen? Es wurden ja Münzen gefunden. Dieses Zeug, mit dem die Steine zusammen... Wie nennt man das? Mann, Mörtel. Du weißt doch, was ich meine. Was alles gefunden wurde, was darauf hingewiesen hat, dass es viel älter ist, als man denkt. Und wie kann man das dann einschränken so? Wie geht das? Padang bleibt geschlossen. Das Rätsel ungelöst, die Geschichte unvollständig. Traurig, könnte eine ja. fortgeschrittene, das ist sad, Bro. Antike Zivilisation, tausende von Jahren vor den alten Ägyptern oder Sumerern, sogar vor der letzten Eiszeit existiert haben? Und wenn ja, wer waren sie und was ist mit ihnen passiert? Einige haben eine Antwort. Das waren meine Vorfahren vom Planet Cyrus. Des 19. Jahrhunderts brach... Jetzt hab ich's gesagt, scheiße. Nehmt's mir nicht übel, Jungs. Die Wahrheit muss rauskommen. Britisch-amerikanischer Antiquar namens Augustus Le Plongeon ins öffentliche...
Augustus Le Plongeon. Na Mann, ich liebe Namen, Freunde. Ich schätze dir. Augustus. ...sein, als er mit einer unglaublichen Behauptung auftauchte. Le Plongeon hatte sein Leben damit verbracht, die alte Maya-Kultur auf der Halbinsel Yucatan zu erforschen. Ach nee, der war hier, der Bruder. ...und zu dokumentieren. Während dieser Zeit, so behauptete er, sei er in ein altes heiliges Maya-Buch eingeweiht worden, das als Popol Vuh bekannt sei. Krass. Nach der Übersetzung, erklärte Le Plongeon, enthüllte das Buch, dass die Menschen in Yucatan tatsächlich Nachkommen einer älteren Zivilisation von einem verlorenen Kontinent waren. Guck mal, meine lieben Freunde, ja, ist kein Wunder, dass ich hier bin. Der Ort hat mich angezogen. Hier ist irgendwas. Hier, ich bin ganz nah dran an der Quelle, ich schwör's dir. Zu dieser alten Zivilisation, die uns unbekannt ist heutzutage. Einer Zivilisation, die in der Vergangenheit vor vielen tausend Jahren gedieh, bevor sie dramatisch im Atlantischen Ozean versank und verloren ging bis in alle Ewigkeit. Laut Le Plongeon hieß der Kontinent Mu. Die Idee Mu. Des verlorenen Kontinents Mu wurde von einem Mann namens James Churchward aufgegriffen, der in den 1920er und 30er Jahren eine Reihe von Büchern schrieb, die eine Geschichte erzählten, die genauso unglaublich war wie die von Le Plongeon. Laut Churchward hatte er sich während seiner Zeit als britischer Soldat im kolonialen Indien Ende des 18. Jahrhunderts mit einem hochrangigen örtlichen Priester angefreundet, der ihm eine Reihe alter Tafeln zeigte, die in einer verlorenen Sprache geschrieben waren und die nur der Priester und zwei weitere Menschen auf der Erde verstehen konnten. Nach einiger Schmeichelei überzeugte Churchward den Priester, ihm die Sprache beizubringen, damit er die Tafeln selbst lesen könne. Als er das tat, entdeckte er eine Geschichte über einen verlorenen Kontinent, der einfach als der Ort, an dem der Mensch zum ersten Mal erschien, Mu, bezeichnet wird. Laut Churchward Der Ort, an dem der Mensch zum ersten Mal erschien. War dieser Kontinent die Heimat einer fortgeschrittenen... Digga, guck mal, wie das aussieht, Digga. Scheiße. ...Zivilisation mit etwa 64 Millionen Einwohnern, die vor 50.000 bis 12.000 Jahren gedieh, bevor sie von einer Katastrophe heimgesucht... Überleg mal, es gab so eine ganze 50.000 bis vor 12.000, also 40.000 Jahre lang gab es eine ganze Zivilisation, von der wir einen Scheißdreck heutzutage wissen. Und wir haben echt so denken, dass das, wo wir angefangen haben, der Start war. So. Das ist halt auch sehr, wie nennt man das? Abgehoben. Das ist sehr, wie sagt man? Auch egoistisch gedacht so. Also wie immer ist es ja normal, das ist Ego. So, wir sind die krassesten und es kann niemals jemand vor uns gegeben haben, der so krass war wie wir und so. Und in fast einer einzigen Nacht vollständig ausgelöscht wurde, bedeckt von 80 Millionen Quadratkilometern Wasser. Im Gegensatz zu Le Plongeon platzierte Churchward Mu im Pazifischen Ozean und beschrieb seine Ausmaße sogar mit 8000 Kilometer von Ost nach West und 5000 Kilometer von Nord nach Süd, größer als der südamerikanische Kontinent. Noch unglaublicher, Churchward erklärte, dass die Überlebenden von Mus katastrophalem Ende in die ganze Welt geflohen seien und die alten Zivilisationen Ägyptens, Griechenlands, Mittelamerikas, Indiens, der Osterinsel und anderswo gegründet hätten. Da, wo diese Pyramiden alle sind, ne? Eine krasse Theorie so. Eine krasse Theorie. Denn er glaubte, dass sie die haben dieses Wissen weitergetragen, weißt du? Das ist auch das, was Graham Hancock gesagt hat, dass immer jemand gekommen ist quasi, oft auch über Wasser, der dann gewisse Technologien und Wissen mitgebracht hat und das dann verbreitet hat in der aktuell lebenden, in der aktuell da lebenden Zivilisation so. Und seine Theorie ist auch, dass es eventuell halt Überlebende waren von dieser alten Zivilisation, die dieses Wissen dann weitergetragen haben, weißt du? Das ist schon eine sehr wilde Geschichte. Ich feiere die Theorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähnlichen und wiederkehrenden Geschichten, Symbole und Architekturen erklärt, die in Kulturen auftauchen, die sich nie begegnet sind. Bis in jüngster Zeit neue Beweise die Meinungen dazu zwang. Olmec, Mexiko.
Aztek, Mexiko. Ich sag, Mexiko ist ganz crazy unterwegs mit den Olmecs, mit den Azteken, mit den Mayas. So muss man überlegen, allein diese drei Völkergruppen, so was die für einen Impact, glaube ich, auch hatten auf die gesamte Menschheit. So crazy Geschichte auf jeden Fall. Ancient Egypt and New Zealand. Ach. Die begegnet sind, bis in jüngster Zeit, neue Beweise, die Meinungen dazu zwangen, sich zu ändern. Ähnlich wie die Geschichten über den verlorenen Kontinent Atlantis wurden sowohl Le Plongeon als auch Churchwards Geschichten über Mu von der Mainstream-Wissenschaft verspottet, die den Kontinent als lächerlichen Mythos dar... Mann, Mainstream-Wissenschaft... Ich denke und hoffe, dass viele spätestens nach Corona den Glauben in die Mainstream-Wissenschaft langsam... Ja, da auch mal hinterfragen so. Die machen nicht nur Blödsinn, da ist auch viel Sachen dabei, die uns helfen und die gut sind, aber die machen auch sehr viel Blödsinn. Und man muss das hinterfragen. Es wird Zeit. ...stellte seit vielen Jahren unwahr und nicht diskussionswürdig, bis in jüngster Zeit neue Beweise auftauchten. 1986 suchte ein Taucher namens Kihachiro Arataki nach einem guten Ort, um Hammerhaie vor der Küste von Yonaguni-jima zu beobachten, einer Insel in Japans südwestlicher Ecke, etwa 100 Kilometer von Taiwan entfernt, als er plötzlich etwas Erstaunliches auf dem Meeresboden unter sich bemerkte. Dort, in Crazy. Einer Tiefe von über 30 Metern, schien eine massive Steinpyramide zu stehen. Boah, stell dir mal vor, du entdeckst sowas, Digga, ich will auch. Weit über 30 Meter lang und fast genauso breit. Was war dieses Denkmal, fragte sich Arataki. Sofort machte sich ein Team unter der Leitung von Masaki Kimura. Achtung, und dann kam wieder irgendein Präsident oder so, der gesagt hat, nee, müssen wir einschränken, macht keinen Sinn, ist Zeitverschwendung. Eine Meeres- und Geldverschwendung, wir brauchen das Geld für den Krieg, meine lieben Freunde. ...der Universität von Ryukyus auf den Weg, um das mutmaßliche Denkmal zu untersuchen. Als sie mit ihrer Recherche begannen, bemerkten Kimura und sein Team schnell, was sie für zahlreiche Strukturen auf dem Gelände hielten. Nicht nur eine Pyramide, sondern auch eine Stützmauer, eine Straße, Tore und Treppen und Entwässerungskanäle, die alle in perfekten rechten Winkeln angelegt waren und markiert durch Werk... Crazy, hat man rausgefunden, wie alt das Ding war? Das würde mich jetzt interessieren. ...Zeuge und strategisch platzierte Löcher. Dem Team war klar, dass diese Stätte von Menschen gemacht worden sein muss. Viele im wissenschaftlichen Establishment waren mit dieser Einschätzung nicht einverstanden und behaupteten, dass alles, was gefunden worden sei, natürlich vorkomme. Ja, genau, so siehst du aus. Und zufällig durch die Gezeiten der Ozeane entstanden sei. Nee, ist klar, Bro. Aber dann begannen Kimura und sein Team, Schnitzereien in den Felsen zu entdecken, von einer riesigen Schildkröte und anderen Tieren, Menschen, sogar einem Gesicht, das wie die Köpfe der Osterinseln aussah. Ist natürlich einfach so gewachsen, diese ganzen Sachen. Na? Sicherlich konnte auch dies kein Zufall sein. Kimura seinerseits glaubte, dass der Ort, der als Yonaguni-Denkmal bekannt geworden war, tausende von Jahren alt war. Aus einer Zeit, als das Land, auf dem es gebaut wurde, über Wasser lag, bevor es unter Wasser ging und verloren ging. Sofort stellten viele die Verbindung her. Das Yonaguni-Denkmal sah aus wie die Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Wenn der legendäre verlorene Kontinent Mu wirklich im Pazifischen Ozean versank, wie James Churchward es angenommen hatte, könnte das Yonaguni-Denkmal der Rand dieses verlorenen Kontinents sein? Natürlich sagte die Mainstream-Wissenschaft nein. Das Yonaguni-Denkmal sei kein Teil des verlorenen Kontinents Mu. Und tatsächlich hätte der verlorene Kontinent Mu überhaupt nicht existieren können, weil die menschliche Zivilisation so weit in der Vergangenheit nicht existierte. Und doch tauchte in Jahren nach der Entdeckung des Yonaguni-Denkmals etwas anderes auf, das die Mainstream-Wissenschaft einmal mehr als falsch bewies. 1963 wurde eine umfassende Untersuchung in der südöstlichen Region der Türkei durchgeführt, die eine Stätte namens Göbekli Tepe umfasste. Ah, Göbekli Tepe. Dicker, krass, Mann. Das ist ja fast eine Zusammenfassung von der Dokumentation auf Netflix von Graham Hancock. Ohne Scheiß, der war auch da. Oder Bauchhügel. Dort fanden Landver...
So geil, wenn man davon schon mal gehört hat, ne? Kommt, das fühlt sich geil an auf jeden Fall. Ich bin schon immer tiefer in der Recherche drin, meine lieben Freunde. Ja, ich kann über immer mehr Themen mitreden. Ich kenne die ganzen Begriffe und Namen etc., Datierungen und so. Brutal spannend. Also ich enjoy das mega, mir hier mit euch zusammen diesen Content zu geben und einfach was dazu zu lernen, Informationen einfach mal aufzunehmen. Man muss noch nicht hier sagen, richtig, falsch oder irgendwie sowas. Einfach mal aufnehmen, drüber nachdenken, mit anderen Sachen verbinden. Macht mir auf jeden Fall extrem Spaß und ich hoffe euch auch, meine lieben Freunde. Zerbrochene Kalksteinplatten auf der Spitze des Hügels nahmen aber an, dass sie von einem verlassenen mittelalterlichen Friedhof stammten, also machten sie sich eine Notiz und gingen weiter. Wie Forscher in Gunung Padang im Jahr 1979, ohne die wahre Bedeutung dessen zu erkennen, was sie gefunden hatten. Die Stätte geriet bis 1994 in Vergessenheit, als ein deutscher Archäologe namens Klaus Schmidt auf einen Bericht von 1963 über Göbekli Tepe stieß, als er an seiner eigenen Untersuchung prähistorischer Stätten in der Region arbeitete und beschloss, sich den Hügel selbst anzusehen. Vom ersten Moment an, als er die abgerundete Spitze des Bauchhügels sah, der sich 15 Meter über die umgebende Landschaft erhob, wusste er es. Nur der Mensch hätte so etwas erschaffen können, verkündete er. Es war sofort... Soulmate sagt gerade, ach, Soulmate ist eine Sie. Daran kann ich mich erinnern. Wir müssten alle ausflippen, weil wir die Wahrheit wollen. Wir müssen nicht ausflippen, wir müssen ruhig sein. Wir müssen meditieren, wir müssen in die Ruhe reinkommen, nach der Wahrheit suchen, dafür beten und dann wirst du sie auch bekommen und so viele Menschen wie möglich damit anstecken. Gerade das Gegenteil müssen wir tun. Nicht ausflippen, sondern ruhig sein. Die wollen, dass wir durchdrehen. Die wollen, dass wir nervös sind und hektisch sind. Wir müssen Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Water, my friends. Um eine gigantische Steinzeitstätte handelt. 1995 hatte Schmidt mit einem Team von Archäologen mit der Forschung am Göbekli Tepe begonnen und fast sofort erschütterten ihre Funde die Grundfesten der wissenschaftlichen Welt. Direkt unter der Oberfläche begraben war eine Reihe von Megalithen, die bis zu 5,50 Meter hoch und 50 Tonnen schwer waren, in Kreisen angeordnet. Das ist krass, das gibt mir krasse Vibes, die Dinger. Mit Schnitzereien abstrakter Symbole und Tieren, Füchse, Löwen, Bullen, Schlangen und Insekten bedeckt waren. Noch unglaublicher ist, dass die Kohlenstoffdatierung die Stätte auf einen Zeitraum zwischen 9600 und 8200 vor Christus zurück... Digga, was willst du mir erzählen? Ich weiß ...führte, dir. Also mindestens 5000 Jahre vor Stonehenge, was bedeutet... dass Göbekli Tepe die ältesten bekannten Megalithen der Welt enthielt. Als die Forschung in den 90er und 2000er Jahren fortgesetzt wurde, wurden noch unglaublichere Ergebnisse entdeckt. Ich hätte auch Archäologe werden können, ich sag dir ehrlich. Das ist so, ich enjoy das mega gerade, mir das reinzuziehen. Mich fasziniert das brutal. Mit Hilfe von Bodenradar wurden mindestens 20 kleinere Steinkreise tief unter der Erde identifiziert, von denen Schmidt glaubte, dass sie viel älter sein würden als die bereits ausgegrabenen. Wenn dies zutrifft, würde dies die... Da ist mein Planet. Krass. Cyrus. Sirius. Ich bin ein Alien, Freunde. Früher oder später musste es rauskommen. Stellung der Städte vor die letzte Eiszeit. Habt keine Angst. Ich komme in Frieden. Versetzen. Obwohl Schmidt 2014 starb, wurde die Forschung in Göbekli Tepe fortgesetzt. Sirius ist ein Stern. Glaubst du, Bro? Glaubst du? Egal, ich will nicht zu viel dazu sagen. Und die Enthüllungen hörten nicht auf. Als die Forscher tiefer gruben, entdeckten sie Hinweise auf eine ganzjährige Besiedlung tief unter der Erde. Häuser, Mahlwerkzeuge für Getreide, Zisternen und Kanäle zum Sammeln von Regenwasser. Dies bedeutete, dass Göbekli Tepe nicht nur ein Denkmal war, sondern eine uralte menschliche Siedlung, eine Zivilisation, die älter ist als alle Bekannten. Bis heute ist die Forschung im Gange und viele fragen sich, was an der Stätte noch zu finden sein könnte. Einfach so eine Dinger da stehen. Das ist doch krass, oder? Also dieses Bild alleine löst in mir was aus. So.
2021 waren nur 5% des Geländes ausgegraben worden. Darüber hinaus fragen sich viele, was in der Region sonst noch zu finden ist. Archäologen haben bereits mindestens ein Dutzend ähnlicher Stätten in der Nähe von Göbekli Tepe gefunden. Was darauf hindeutet, dass diese alte Zivilisation, wer auch immer sie war, über das gesamte Gebiet verteilt war. Aber egal, was sie in der Zukunft finden, der Punkt, der bereits gesagt wurde, ist klar. Die menschliche Zivilisation geht einfach über das Datum zurück, das von der Mainstream-Wissenschaft lange als Ausgangspunkt proklamiert wurde. Wenn Sie sagen, dass das Yonaguni-Denkmal oder Gunung Padang kein Beweis für alte, verlorene Zivilisationen sein können, nur weil Sie wissen, dass die menschliche Zivilisation so weit zurück nicht existiert hat, zeigt Göbekli Tepe, dass sie tatsächlich keine Ahnung haben, wie weit die menschliche Zivilisation zurückreicht. Entweder sie haben keine Ahnung oder sie tun extra so, als ob es nicht so ist. Wenn man dies erkennt, stellt sich nicht so sehr die Frage, ob eine Zivilisation tief in der Vergangenheit existiert. Hundertprozentig. Und etwas wie Gunung Padang gebaut haben könnte, sondern vielmehr, wenn es sie gab, wer waren sie? Da kommen wir dem ganzen Thema ein bisschen näher, was ich eben kurz angerissen habe an der Stelle. Wohin gingen sie? Könnten sie wirklich... Woher kamen sie, ist die Frage. ...Bewohner eines verlorenen Kontinents namens Mu gewesen sein? Eine geologische Tatsache, die unstrittig ist, ist, dass Indonesien nicht immer nur die Ansammlung von Inseln war, wie es heute der Fall ist. Vor ungefähr 10.000 Jahren, als der Meeresspiegel 120 Meter niedriger war, war Indonesien eine Landmasse, die mit dem als Sundaland bekannten asiatischen Subkontinent verbunden war. Das ist auch so eine heftige Geschichte. Viele Teile, die heutzutage unter Wasser liegen, lagen damals nicht unter Wasser. Das wird auch so komisch ignoriert irgendwie. Aber es gab riesige Landmassen, die jetzt heutzutage unter Wasser sind und die definitiv, definitiv noch nicht komplett erforscht wurden. Ne? Wie viel Wasser wir auf der Erde haben und wie wenig davon komplett erforscht wurde, ist crazy. Die lokale Legende besagt, dass Gunung Padang vom König des Sundalandreiches erbaut wurde, bevor dieses Reich im Ozean versank. Einige in der Neuzeit vermuten, dass Gunung Padang aufgrund seiner Höhenlage der Höhepunkt dieses alten Reiches gewesen sein könnte, bis die Eiskappen der Erde am Ende der letzten Eiszeit schmolzen und die Erde überfluteten und Indonesien in Inseln verwandelten. Es gibt noch eine andere Geschichte, die von einigen indigenen Völkern Indonesiens und den Philippinen erzählt wird. Sie erzählt von einer großen Flut, die sich irgendwann in ferner Vergangenheit erhob. Geiles Bild gerade. Und das Land verzehrte, wobei nur ein Menschenpaar am Leben blieb. Dieses Paar bestieg einen Berg, um zu überleben, bevor die Götter schließlich ein großes Feuer schickten, das so hell brannte, dass es das Flutwasser von der Erde verdunstete und das Paar ein Menschenpaar ließ, um die Erde neu zu bevölkern. Wenn Ihnen die Geschichte bekannt vorkommt, Adam and Eve, motherfucker, liegt das daran, dass sie es ist. Von Indonesien bis zur biblischen Geschichte der Arche Noah und darüber hinaus hat fast jede Kultur auf der ganzen Welt eine Geschichte über eine große Flut. Vielleicht ist diese immer wieder komischerweise Flutgeschichte tatsächlich die Geschichte der Zerstörung des Kontinents Mu. Heute behaupten Historiker, dass die gesamte menschliche Zivilisation nach dem Ende der letzten Eiszeit begann. Aber vielleicht ist diese Eiszeit nicht der Ausgangspunkt, sondern die Trennlinie. Der Punkt, an dem die frühere menschliche Hochkultur von den schmelzenden Eiskappen zerstört wurde und unter den Meereswellen verloren ging. Fühl ich? Vielleicht sind Beweise für diese Zivilisationen bis heute irgendwo im Ozean versteckt. Ja. Alles möglich. Warten darauf, gefunden zu werden. Was an diesem Punkt klar ist, ist, dass die menschliche Zivilisation älter ist, als bisher von der Mainstream-Wissenschaft zugegeben wurde. Darauf können wir uns einigen, meine Jutzte. Ob sie es Mu oder Atlantis oder etwas ganz anderes nennen. Das Einzige, was sie noch tun müssen, ist, mehr herauszufinden.
Ich küsse dein Herz, meine Süße. Mal wieder ein richtig geiles Video, richtig geile Dokumentation. Habe ich jetzt gerade mega enjoyed. Also diese 32 Minuten sind vergangen wie im Fluge für mich persönlich. Fand ich richtig, richtig stark. Ich hoffe, ihr auch zu Hause bei YouTube, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne eure Gedankengänge zu diesen ganzen Thematiken mal unten in den Kommentaren da. Würde mich mega interessieren. Dem Video gerne einen Daumen nach oben dalassen. Liebe geht raus von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Skrrr.